Ja, wir kämpfen uns hier gerade irgendwie durch Räume. Aber ich glaube, wir werden mit der coolen Sequenz gleich belohnt. Ich sitze hier und schwitze, habe Wasser in der Arschritze. Na klar. Da kommt etwas. Okay, hallo. Ich hab langsam genug. Dass ich ihn auf Kopfhörer halt einfach die ganze Zeit geboxt habe. Er sammelt Energie. Aber nicht mehr lange. Komm! Haben wir das richtig gemacht? Jetzt oder nie. Das Ausweichen war nicht gut. Parade. Stopp! Warum will man denn... Achso, das ist das komische Museum, wo man Tieren am Arsch schnüffeln kann.
Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Okay, wieder hoch. Kann ich das Schwert haben? Wahrscheinlich fragen sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und sie beschützen ihr Heim. Jill, dort. Okay. Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Schon groß hier. Okay, mehr Heilungstränke. Ja. Wo ist denn dieses Museum, wo man dann an diesen Tierarschbildern reiben kann, um dann zu riechen, wie sie deren Popo stinkt? Wer kam eigentlich da drauf? Warum macht man so ein Museum, so eine Ausstellung? Gibt es wirklich Leute, die interessiert, wie das Arschloch von Tieren stinkt? Nur so. Aber er, egal, das darf ich jetzt. Und auf geht's. So sieht das übrigens aus, wenn ihr eure Popo nicht wegspült nach 6 Wochen. Licht. Aua. Nicht auf mich zu hauen. Hält wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Ja. Pass auf! Noch mehr! Ja!
Okay, komm. Haben alle? Ja, okay. Da sollen wir lang. Folge den Gegnern. Lichter. Das hat irgendwas bewirkt. Hier sind hier so Challenge-Räume anscheinend. Die wohl hier irgendwas mit Energie versorgen. Okay, die Schemen konnten ja gar nichts. Die sollten sich lieber Schämen nennen, anstatt Schemen. Was ist denn das? Noch ein Rätsel der Gefallenen. Okay. Das sind halt. Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht. Es sind halt immer noch 22 Grad draußen. Ich dachte, ich kann mal das Fenster aufmachen. So nicht. Ah, das Bild. Alles scheint in diesen Raum zu führen. Sieh nur, Clive. Aber viel von dem Bild ist kaputt. Was denkst du, wie alt das ist? 1000 Jahre? Mehr? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Zweiter Dominus des Feuers! Wer bist du?
zurück. Hä? Joshua! Aufhören! Bitte! Hör auf! Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive. Joshua? Vergib mir. Ich flehe dich an. Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann. Gesicht! Okay, wir kämpfen anscheinend jetzt gegen unseren inneren Dämon. Das war gerade eine Rückblende zu dem, was am Anfang passiert ist, wie die Geschichte begann. Und wie wir unseren Bruder getötet haben, haben wir nochmal gesehen. Ja.
Bevor er den nochmal durchzieht. Quasi unseren eigenen inneren Dämonen, wie es jetzt scheint. So einfach ist gar nicht. Ich heile mich schon zwischendurch auch sehr. Sehr regelmäßig. Der nimmt gar keinen Schaden, der Kamerad hier. Zwischendurch merkt man aber diese Einflüsse aus dem MMO-Bosskämpfen und wenn man dann diese Angriffspattern sieht mit den leuchtenden Boden, der vorher auftaucht, in welcher Richtung die Angriffe gehen und so. Ja, der ist da.
Mann, der saugt mich auch an sich ran. Aua. Das war der falsche Knopf. Leg dich hin. Knapp vorbei. Hätte aber weiter ausweichen sollen, anstatt zu... Uah, fuck. Zu langsam. Hör auf mich zu hauen! Nee, da nimmt zu wenig Schaden, ich hab nur einen Heiltrank. Zusammen. Ja. Stellen wir uns der Vergangenheit. Ein für alle Mal. Ich hab neue Balken.
Ey, das ist so cool inszeniert alles. Oh mein Gott. Es sieht so gut aus. Clive, was ist los? Jill. Schon gut. Geht wieder. Ich jage keine Schatten mehr. Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen. Clive, geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat, bin ich. Ifrit. Oh, Clive. Ich habe so viele Leben genommen und noch mehr zerstört, auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen. Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Ich muss es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Wir werden sie finden, du und ich. Ich will das auch alles wissen. Deiner Buße stellen wir uns später, gemeinsam. Danke, dass du das sagst. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht, mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Nein, Clive. Das ist nicht wahr. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren unverzeihlich. Und doch haben sie uns wieder vereint. Danke, Jill.
Wer da? Wenn er hier ist, dann war das, was ich im Kerl gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Währenddessen. Schloss Dunsbuck. Oh, das ist Titan. Sag mir, wer das war, oder du wirst diesen Raum nicht verlassen. Der Bote Art. Er hat gesagt, dass. Dass Sid ihn bezahlt hat. Ist da der Kopf drin? Ich lasse deine Sippe ihr Unwesen treiben und so willst du dich bedanken? Suche und finde ihn! Ich zerquetsche ihn! Heute ihn! Reiß ihm sein Herz raus! Ihm und seiner verdammten Brut! Jeder einzelne von ihnen wird dafür bezahlen! Raus! Raus! Ja, Milord! Ja, er hat dir den Kopf von Benedikta geschickt. Der Sinn des Lebens. Das ist gar nicht so gut, ihn wütend gemacht zu haben. Clive hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fähigkeiten wie zum Beispiel Feuerramme zur Verfügung stehen, wie der Name schon nahen lässt. Eine Rammattacke, die Gegner zurückwirft und ihnen stetig Schaden zufügt. Außerdem ist die Limit-Rauschanzeige jetzt verfügbar. Ifrit teilt sich die Plätze für Esper-Fähigkeiten mit Phönix. Einen Überblick erhältst du im Reiter Fähigkeiten. Limit-Rauschleiste, okay. Halb erwachten Ifrit, indem du drückst. Im halberwachten Zustand hast du für begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf. Angriffskraft und Geschwindigkeit sind erhöht. Lebenspunkte werden stetig regeneriert und deine Angriffe durchbrechen gegnerische Verteidigung. Und wohin jetzt? Zurück nach Eastpool. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Unter anderem über Lady Hannah. Ich weiß, dass sie bleiben will. Aber ich glaube, dass sie bei Sid sicherer wäre. Das stimmt. Wir sollten ein Treffen arrangieren. Ja, das mit Sid. Oh Gott, hat er. Ey, der kann doch nicht einfach Köpfe verschicken. Neue Fähigkeiten. Oh, das ist ja süß. Ich kann gar nicht so viele Fähigkeiten benutzen. Limitrausch.
Ah, das ist die Phönix-Fähigkeiten und hier haben wir jetzt die Ifrit-Fähigkeiten. Okay, alles klar. Ach, haben wir jetzt oben auch drei. Können wir drei Stück durchswitchen? Nee. Ja, und die Synchronstimmen sind gut. Absolut. So, und der Junge eben, der sieht halt ein bisschen aus wie Joshua. Joshua haben wir auch eben einmal ganz kurz gesehen. Vielleicht muss ich erst eins davon lernen, damit ich ihn benutzen kann. Ah nee, das teilen sich die Slots, ne? Ja. Vergessen wir das erstmal. Bleiben wir erstmal bei den Fähigkeiten, die wir haben. Später setzen wir uns ein bisschen genauer mit dem Kram auseinander. Aber anscheinend können wir jetzt so halbwegs unsere Esper kontrollieren. Torgal, was ist? Bestimmt nichts Gutes. Komm. Können wir einen Ticken schneller laufen, bitte? Danke. Das Dorf brennt zumindest schon mal nicht. Aber das Tor ist zu. Oh, es brennt doch. Ich mach's eigentlich, aus Gewohnheit mache ich es auch immer gut. Was geht hier vor? Wie stochern die denn in die Leichen rum? Kaiserliche. Das werdet ihr bereuen. Sind noch welche? Was macht ihr hier? Antwortet! Nicht! Ihr kennt die Befehle, keine Überlebenden! Wer würde so etwas befehlen? Garuda! Nee, ich wurde nicht als Sklave geboren, mein Freund. Das war's. Du bist erledigt. Da drüben steht noch ein Großer auf dem Balkon. Tötet alle herzoglichen Hunde. Hunde? Das waren unschuldige Menschen. Hey, Entschuldigung, hier kommt man mal nicht hier auf Magiemann. Macht einfach auf Magiemann, der Magiemann. Wo ist der Große? Da ist schon noch ein Großer hier. Der ist doch so rumgepost. Nicht dein Tag! Ist so, Herr Wyvern. Da ist er, der Hauptmann. Lassen wir ihn fliegen und versuchen ihn in den Hintern. Du bist erledigt! Bleib liegen! Ja, kann auch sein, dass wir ewig bei diesen Feuerzaubern bleiben, die wir haben. Wer redet denn hier? Der Ton kam aus einer ganz anderen Richtung, wie geredet wurde. Das war ein bisschen weird. Dorf einfach abgeschlachtet. Da ist ein Loch im Haus. Ist jemand mit dem Auto reingefahren?
Ja, quasi. Sie sollen brennen. Die Träger und alle, die sie verstecken. Auf Befehl der Kaiserin. Ah, Mutti wieder. Toll. Mutti macht nur Ärger. Mutter hat das befohlen. Warum? Clive. Ich weiß. Nicht jetzt. Mir hat er echt wenig Schaden genommen, der große Junge hier, und ich habe mich halb hochgeschlagen. Ich glaube, er hat ganz gute Rüstungswerte. Aua. Ja, ach was. Irgend so ein Psycho mit einem riesen Hammer auf ins Gesicht. Mal kurz Pause, kleiner Freund. So. Combo-Leiste pushen. Eine reinhauen. Eine große reinhauen und neun. Das war schon mal doppelt so viel Schaden wie eben. Boah, Parade! Ich hab ihm gegen die Waffe gehauen, als er mich hauen wollte. Diese Feuerkugeln von Ifrit, die um einen rumfliegen, sind wahrscheinlich ganz praktisch.